Guten Morgen, liebe Sportsfreunde. Heute haben wir die Ehre, dass Rönnfried TV bei uns ist. Und heute ist der zweite Preisflug. Und dann erzähle ich euch mal ein bisschen so, wie bei uns die Vorbereitung vor dem Preisflug ist, wie das alles so abläuft. Und genau, gehen wir mal los. Jetzt um 8.10 Uhr wurden, nee, Quatsch, um 7.10 Uhr wurden die Tauben aufgelassen in Neubrandenburg. Das sind für uns 209 Kilometer Schlagvermessung. Und ich schätze so, sie brauchen 2 Stunden, 20 Minuten. Und wie ihr seht, 2 Ausflüge sind schon offen. Jetzt müssen erstmal die Witwerweibchen, die nicht zum Flug gehen, rüber gelassen werden. Und dadurch lasse ich sie erstmal frei und sie fliegen dann rüber an ihren Schlag. Hier ist unser rechter Witwerstall. Hier in der Mitte, das ist der Weibchenstall. Der wird dann gleich geöffnet, wenn die anderen Weibchen rübergeflogen sind. Und ganz links, da seht ihr den kleinen Holzschlag, da sind auch noch Männchen drin, die auf Witwerschaft sind. Und ganz links, jetzt ist die Verdunklung noch an, da sind unsere Jungtauben. So, hier in der mittleren Voliere, da befinden sich unsere Witwerweibchen, die lasse ich jetzt mal fliegen. Also geh mal ruhig in Deckung, Robert. Mal gleich gucken, weil 2-3 Kandidatinnen haben wir immer, die immer in den rechten Stall gehen, weil sie im linken Stall letztes Jahr angepaart waren. Aber das macht ja nichts. So, das sind die 2-3 Kandidatinnen, die letztes Jahr in dem Stall angepaart waren. Im großen Witwerschlag. Und jetzt sind sie natürlich wieder falsch reingeflogen. Muss ich sie rüber tun, sonst gibt es dann später Haue. Und wie ihr seht, 2 Männchen sind auch nicht mehr zum Flug, die sind verletzt, 208, 105, sind noch gelb markiert. Und die anderen Weibchen, die warten dann auf ihre Männchen, bis die vom Flug zurückkommen. Unten haben wir noch ein Weibchen, das auf Total reist. Und die ist dann nachgekommen, jetzt nach 2 Wochen. Und die lasse ich auch erstmal gleich frei. Ich wollte nur nicht, dass sie sich frei im Schlag bewegt, damit sie da die beiden Vögel wieder verrückt macht. So, Sportsfreunde, jetzt haben wir es genau Punkt 9 Uhr. Ich schätze, die Tauben kommen so in 20 Minuten bis 30 Minuten. Geräte schon vorbereitet. Sag ich mal, meine Notizen auch. Hier seht ihr, hier machen wir immer vor jedem Flug so eine Notiz, welche Taube ich für was vorbenenne, damit ich das später beim Eintippen einfacher habe. Und falls was bei der Einsatzstelle passiert, nehme ich den Zettel immer mit. Deswegen ist auch so ein bisschen zerknüttelt. Falls Gerätabsturz ist, dann weiß ich, was ich noch eintippen kann, ne? Weil alles hat man ja auch nicht auf dem Schirm. So, hier seht ihr ja, das ist auch eine Preisliste aus dem Jahr 2013 mit ähnlichen Wetterbedingungen. Und da seht ihr, wie schnell waren die Tauben dort. 1600 Meter, also heißt, ich habe heute so einen guten Vergleichswert, wenn ich dann sehe, wann die ersten kommen. Deswegen schätze ich so, die kommen so in 20, 30 Minuten. So, jetzt muss ich noch Wasser vorbereiten für die Tauben und das restliche Futter entfernen, was die Nichtreisenden noch da stehen haben. Damit das auch alles, sag ich mal, picobello ist, wenn die Tauben ankommen und später, sag mal, vergisst man also die anderen Sachen und so, sag mal, kann man in Ruhe den Flug genießen. Aber ihr merkt, ich bin auch schon ein bisschen hibbelig, weil es geht bald los. Seht ihr so, die nichtreisenden Männchen, die warten auf ihre Weibchen. Gleich öffne ich noch deren Zellen, damit sie auch rein können. Die habe ich nicht geöffnet. Gestern sind sie ja, habe ich sie für eine halbe, dreiviertel Stunde zu ihren Weibchen gelassen. Die fliegen auch immer rüber. Und ja, damit die Weibchen auch nochmal so eine Motivation bekommen. Und danach habe ich sie auch geschlossen, die Zellen wieder, gleich am gleichen Abend noch. Weil ich habe da so ein paar Kandidaten, die kloppen sich dann. Und dann ist die ganze Zelle blutig, weil die sind dann auch ein bisschen überhitzt. Und so sitzen sie ganz ruhig, es passiert nichts. Und dann, ich denke mal, auch jetzt mache ich gleich die Zellen auf. Dann wird ihr gleich sehen, dann ist gleich wieder ein bisschen Stimmung im Stall. Und entferne auch gleich das Futter. Könnt ihr mal dabei zuschauen. Stimmung hier. Oh.
Komm, komm. Geh mal rüber. Hopp, 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 hopp. Guckt, hier seht ihr schon die ersten Kandidaten hier. Den einen, den muss ich zuschließen, weil der geht ganz gerne zwei Zellen über immer rein. Und dann gibt es immer ein Gehaue hier, aber er ist noch nicht drinne. Dafür haben wir hier wieder den nächsten Kandidaten. Und das ist schon mein Freund. So. Die anderen sind eigentlich ganz umgänglich, aber wie gesagt. So, wie ihr seht, wir haben noch einen neuen Zuschauer, das ist der Marek Anjalkowski, er fängt dieses Jahr neu mit Jungtauben an. Ist auch ganz motiviert dabei, fliegen schon super bei ihm und jetzt während der Altsaison kommt er noch immer zu uns zum Fluggucken, aber bei den Jungtauben sieht es dann anders aus. So. Das ist der kleine Witwerschlag, Weibchen sind ja schon, wie ihr gesehen habt, rübergeflogen. Hier entferne ich auch das restliche Futter und Grit. Kommen sie später frisch. Wenn sie dann getrennt werden, dann bekommen dann die Reisetauben ihr Futter. Kann ich euch auch gleich zeigen, wie ich das an der Rückkehr bei so einem leichten Flug zusammen mische. Ein Stall haben wir vor uns. Der hier, die Weibchen sind auch schon in ihren Zellen, ganz ruhig. Ist gut. Wie ihr seht, habe ich auch ein paar Männchen eingesperrt, die gelb markiert. Und das sind entweder Verletzte oder auch Schiefflieger. Für die hat es ja keinen Sinn mehr, dass sie gesetzt werden. Aber ich möchte sie nicht so gern drüben bei den anderen Vögeln lassen, weil die, sag ich mal, machen hier keinen Ärger. Und ich denke mal, so ein bisschen Revierverhalten ist das auch gut, weil es kann ja sein, dass der Vogel den hier motiviert oder umgekehrt. Und wenn der weg ist, dass das nicht mehr der Fall ist. Und deswegen bleiben die erstmal da, weil deren Partnerinnen, die gehen alle zum Flug. Restliche Futter bekommen dann die Zuchttauben. Das restliche Futter bekommen die Zuchttauben oder auch die Jungtauben. Und jetzt zeige ich euch mal, was die jetzt bekommen. Das erstmal hier um. So. Jetzt bei der Rückkehr bekommen unsere Tauben immer. Also Hanfanteil ist immer dabei, egal jetzt ob leicht oder schwerer Flug. Das ist jetzt so eine halbe Dose. Dazu gebe ich dann, sag ich mal, unsere Mischung für Anfang der Woche. Sag ich mal, eine Diätmischung, leichtere Mischung. Davon zwei Dosen dazu. So sieht es dann aus. Und das bekommen sie dann, wenn sie getrennt werden. So, jetzt wollen wir mal das Wasser vorbereiten. Ich denke mal, das ist noch viel wichtiger als das Futter nach dem Flug. So, habe ich schon mal die Tränken so vorbereitet. Dann bekommen unsere Tauben nach jedem Flug Betiamin, 15 Milliliter auf den Liter ins Wasser. Dann Avidress. Nach der ganz normalen Dosis. Rotosal zur schnelleren Regeneration ist auch immer mit dabei, je nachdem wie Flugverlauf ist. Also ich denke mal heute 5-6 Milliliter reichen vollkommen aus, weil wir haben Mitwind, also Rückenwind, also werden die Tauben auch schnell da sein. Aber wenn zum Beispiel schwere Flüge anstehen, dann kriegen sie auch bis zu 10, auch manchmal sogar 15 Milliliter, wenn es ein harter, sag ich mal, 400er, 500er ist. Und das ist kein Problem. Die Tauben kommen dann, sag ich mal, schneller zu sich. Und man sieht auch gleich den Effekt.
Und dann bekommen sie auch immer pro Liter einen Spritzer hier Carni Speed. Das habe ich nur umgefüllt, weil es einfach einfacher bei vielen Tauben, sag ich mal, ist eine kleine Flasche schnell aufgebraucht. Das haben wir. Da habe ich den Rest. Ah, machen wir mal 6 Milliliter. Ah, ich krieg gleich gerade einen Anruf. Das ist, denke ich mal, Sören Pahl aus der AV Lauenburg. Dort können die ersten Tauben schon gefallen sein. Die haben zwar 20 Minuten hinter uns aufgelassen, aber von den Kilometern her passt das. Ja, das ist Sören. Ja, Sören? 5 Stück um welche Uhrzeit? 8 nach, das heißt, die sind dann in gut 10-15 Minuten bei uns. Okay, super, dann gut Flug, ne? Mach weiter so. Ciao. Hat gleich 5 Stück auf einmal bekommen, also scheint nach einem guten Flug auszusehen. In 10-15 Minuten. Ja, 15 Minuten eher so. So, davon 15 Milliliter. Wasser dazu. Jetzt wäre das ein bisschen hart. Das ganze System, was du hier hast, das hast du in deinem Kopf oder hast du das irgendwie aufgeschrieben? Aufgeschrieben, aber das ist schon im Kopf. Genau. So. Kommt ein bisschen mehr Wasser rein, weil da mit Tauben reinspringen. Dose zum Klappern bereite ich mir auch mal vor. Es geht am besten mit Zuchtfutter, das ein bisschen grobkörniger ist. Ist lauter. Die Nachbarn sollen ja auch was mitbekommen. So. Jetzt bist du mit der Vorbereitung fertig? Ja, genau. Jetzt müssen wir nur noch auf die Tauben warten. Aber ersten Anzeichen aus der vordergelagerten AV sehen gut aus. Also mal sehen.
Heute, sag ich mal, ist für uns innerhalb der Frau mit dem Südostwind, sag ich mal, ist es nicht so optimal. Aber da sie letzte Woche sehr gut gekommen sind, denke ich mal, können sie vielleicht auch aus dem Nachteil ein bisschen Zeit gut machen noch. Aber wird schwer, dass es für ganz vorne reicht. Aber warten wir an. Na, was meinst du, wie wird es heute, Papa? Heute? Hallo? Heute wird nicht schlecht, würde ich sagen. Ich glaube, das Wetter macht mit und die guten Tauben müssen auch kommen, obwohl uns wäre lieber, dass die dagegen Wind fliegen. Die fliegen heute mit Wind, aber ich glaube, das Ergebnis wird auch nicht schlecht. Die Tauben sind auch gut vorbereitet. Dann warten wir ab. Das wird bald soweit. Die ersten sind schon da. 272. Komm. Zehn Stück sind schon da, 11 Stück. Da kommen die nächsten, die kommen aus dem Norden, also nicht so vorteilhaft für uns. Aber sie kommen. Na komm, hier komm. Und die nächste. Na komm, hier komm. Komm, hier komm. Ein Weibchen ist falsch rein, ein Männchen ist falsch reingelaufen, aber den tun wir mal auf seinen Platz. Da kommen die nächsten schon. Ah, 168, 205 sind dabei. Ja, 14 nach 54 Sekunden. 14 nach 54 Sekunden. Ich weiß gar nicht, wann wir haben. Na komm, hier komm. Wir haben 14 nach und 5 Sekunden. Er gibt uns noch ein bisschen Zeit, also ist gut. Das ist der 87. Der hat auch schon im ersten geflogen im letzten Jahr. Aha. Denk mal, das war Gefühlslage ganz gut. Da kommen wieder welche, ganz hoch auch welche. Ich denke ganz gut, die Spitze müsste auch in der RV vielleicht vorne vertreten sein. Aber man sieht, jetzt ist schon eine kleinere Lücke. Also, die waren dann schon ein Stück voraus, ne? Ja. Zwei 13. 76. Na komm, hier komm. Da kommen die nächsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Komm, hier komm.
Komm, 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 komm. Und die nächsten. Komm, 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 komm. Keine Zeit verlieren. Da oben kommen die nächsten. Ganz hoch. Komm, ihr kommt. So wie es ausschaut, sieht es auch nach einem guten Flugverlauf aus, dass wenig Tauben, sag ich mal, auf der Strecke bleiben. Das ist gut für die Züchter, für die Tauben, damit die Taubenanzahl konstant bleibt und alle noch ein bisschen motiviert sind. Komm hier, komm. Komm, 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 komm. Da kommen die nächsten zwei. Na. Nein, du musst noch ob ja die Antenne mal sehen. Schaust du nach, wie viel wir haben? Ja. Okay. Ah, die 213, da muss ich die Zelle noch öffnen. So. Komm, 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 komm. Wie viel? 60, ca. 70 Stück. Knapp 70 in 5 Minuten. Na komm, hier komm. Komm, 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 komm. Hier rein, komm. Komm, hier komm. Rüber, 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 rüber. Hopp. Na komm, hier komm. Worauf wartest du? Komm, hier komm. Na komm. Komm, 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 komm. Da kommen die nächsten zwei, drei. Vier sogar. Da oben noch welche. Noch eine. Er ist auch falsch gelandet. Da oben kommt eine. Komm hier, komm. Eigentlich müsste ich mal in die WhatsApp-Gruppe schreiben. Haben wir auch in unserer RV. Neu aber. Davor hatten wir eine, sag ich mal, mit der Nachbar-V zusammen. So. So, Georg hat sie auch um 9.14 Uhr. Der gibt uns ein bisschen Zeit. Klaus Glamann hat 9.17 Uhr. Der gibt uns aber auch Zeit. Also sieht schon mal gut aus, weil Georg war letztes Jahr im 150. Regionalverband. Vielleicht kennt ihr noch von der Doku oder von dem Clip aus Sosnowiec. Der war in unserem alten Regionalverband Regionalmeister. Also schaut gut aus. Fängt genauso an wie wir. Gibt uns aber, denke ich mal, heute anderthalb Minuten. Da kommen die nächsten. Na komm, hier komm. Neun, wieder zehn in der Luft, die halten einander auf, aber das geht noch alles. Ja, sobald die ersten runtergehen, dann ist das kein Problem. Guck, eine kommt schon von einer ganz anderen Richtung, zwei, die ist schon zu weit. Und wir wohnen eigentlich ganz hinten, also sag ich mal. Wenn man das so sieht, ist es schon ein Nachteil für die vordergelagerten Züchter, muss man ehrlich sein und das eingestehen. Na komm, hier komm. Ah, die 26.
Na, die kommt bei solchen Mitwindflügen, da ist sie einfach, da kommt sie einfach zu, nicht so schnell wie die anderen. Das ist unser Weibchen, die hat jetzt, also bis letzte Woche, 21 Mal war sie mit und 21 Preise, jetzt kam sie. Mal gucken, ob sie ihre Marke hält. Gucken wir mal, wie viel da sind. Jetzt sind 83 Tauben da von 107. Oh, ich weiß nicht, wie lange ist denn der Konkurs schon offen, wenn es 14 nach ist? 9 Minuten. Ich schätze mal so, vielleicht 3 Minuten geht's noch. Aber wenn jetzt weniger Tauben kommen, das ist immer so ein Zeichen bei uns, dass langsam aufhört. Die Konkurse gehen da zwar noch, aber wie gesagt, bei uns kommt dann am Ende des Feldes immer ziemlich wenig in die Preise. Aber mal gucken, vielleicht haben wir ja ein bisschen mehr Glück heute. Und auch wieder 5 in der Luft, 6 in der Luft. Na, komm hier, komm. Das ist Zeit verschenkt, wenn du da oben landest. Komm hier, komm. Und warum gehst du jetzt dahin? Warum gehst du dahin? Komm. Na, du tippelst ja sogar. Komm. Komm. Was? Ja, oh, da fliegen noch da. Komm, noch eine. So, jetzt haben sie den anderen da oben auch runtergeholt. Jetzt fliegt noch eine. Sind das dann auch, glaube ich, knapp über 90. Oh, langsam denke ich mal, ist es vorbei. Ein schneller Flug. Na, die fliegt noch. Zu viel Kraft noch. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Für diese 15 Minuten Erlebnis, beziehungsweise die letzten kommen ja auch noch, arbeitet man eine ganze Woche und das jeder für sich. Das ist schon was ganz Besonderes. Na, kommt noch eine. Vielleicht geht's jetzt besser. Komm, komm, hier, komm. Oder könnte auch eine Fremde sein. Aber ich denke mal, das ist unsere. Die hat hier schon rumgeeiert. Ja. Da kommen welche. Die kommen sogar hier aus dem südlichen Bereich. Die gehen sogar weiter. Und eine kommt vom Norden zurück. Ich denke mal, jetzt ist Schluss. Ich glaube, ein Greifvogel. Na, irgendwo, die Krähen rufen, ne? Oh, da fliegen 3 Krähen. Machen Alarm. Oh, 3 Tauben sind noch in der Luft. Na komm, hier komm. Ja. So. Das kenne ich auch nicht, dass sie von hinten auf dem Schlag landen. So. Na und ihr beiden auch jetzt rein. Komm. Komm hier komm. Du musst da rein. Eigentlich da rein. Komm.
Komm hier, komm, Mäuschen. Komm. Na komm. Komm runter, komm. Na komm. Na komm. Komm rein, komm. Geh mal rein. Komm. Oh. Ja. Oh. 96 sind da. 96. So. Ich denke mal, kann man sagen, ein guter Preisflug. Tauben sind nach Hause gekommen. Ich denke mal, bei den anderen sieht es ähnlich aus. Ich denke mal, da wird die Stimmung noch gut sein in der Einsatzstelle. Weiß ich nicht. Ja. Ist der da? Ja, ist da. 808 ist da. Mit dem hatten wir so ein bisschen Sorge, weil der nach dem letzten Preisflug, der war letztes Jahr, der 808, hier, der hier unten, auch ein Sohn aus unserem Assvogel. Im letzten Jahr war er drittbester Vogel im Regionalverband 150. Und letzte Woche kam er als vorletzte Taube und saß auf dem Montag dann hier auch so, sag ich mal, ein bisschen bedröppelt da. Hat so, sag ich mal, etwas zu grünlichen Kot abgesetzt. Alle anderen waren top. Aber hat sich dann von alleine erholt, hat auch am Haus das Training wieder mitgemacht. Ich habe ihn dann auch auf dem Trainingsflügel mitgenommen, weil Mittwoch war ich auf 20 Kilometer mit unseren Tauben. Da ist er dann auch als letzter gekommen, aber im ganzen Schwarm zusammen, weil das sieht man auf den Zeiten. Aber dann beim vorgestrigen Training am Donnerstag, da waren auch 330 Tauben zusammen mit 5 anderen Züchtern. Das machen wir immer, so ein Gemeinschaftstraining. Ist immer besser, sag ich mal, für jeden. Sag ich mal, es kostet weniger, als wenn jeder für sich selbst losfährt. Wir sind ehrlich und sagen, wir fahren einmal in der Woche, sag ich mal, zur Motivation los. Und jeder kann mal seine Tauben nach Hause kommen sehen. Die anderen fahren dann, das machen wir immer im Wechsel. Diesmal war ich dran mit Fahren. Und sag ich mal, so kommen dann alle auf ihre Kosten. Und da kam er dann ganz normal im Hauptfeld an. Und auch gestern habe ich ihn auch als letzten erst eingekauft, weil ich mir immer noch unsicher war. Aber zum Glück ist er da. Mal gucken, wie er sich jetzt diese Woche verhält. Und ja, vielleicht findet er ja zur alter Stärke zurück. Ist die Familie Faber zufrieden mit dem Flugverlauf? Also ich bis jetzt ja. Die Spitze ist auf jeden Fall da. Jetzt natürlich muss abgewartet werden, wie es dann in der Liste aussieht. Fragen wir meinen Vater, ob er zufrieden ist. Und sagen wir mal, die beiden Zuschauer, die haben ja auch was zu sagen. So, erstmal am Papa, ob er zufrieden ist mit dem Flugverlauf. Momentan bin ich sehr zufrieden. Die Preisliste wird mir danach den Rest geben, ob das die Zufriedenheit ist oder nicht. Aber ich gehe davon aus, das war auch ein sehr guter Flug für uns. Jetzt fragen wir mal Marek und Paul, die hier zum Flug gucken gekommen sind. Marek, muss ich sagen, der fängt dieses Jahr neu mit Jungtauben an, in unserer AV zu reisen. Und Paul, der schon jahrelanger Beobachter bei uns. Und wir haben auch eine Zeit lang, schon ein paar Jahre her, auch zusammengereist. Auch hier von der Schlaganlage. Und mal, was die beiden dazu zu sagen haben. Ja, ich war bei vielen anderen Züchtern auch, wie der Preisflug war. Aber war nicht heute gesehen. Das war unglaublich. Paul, danke schön. Was Dennis macht, das ist unheimlich. Aber ich schätze, die ersten 20 können auch Ersten sein. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Aber mal gucken. Ja, jetzt kommt noch ein Nachzügler auf dem Dach. Ja. Noch eine. Ja. Ah, die kommen noch. Schön. Dann sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr auch mit dabei wart, uns begleiten durftet beim zweiten Preisflug. Vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche oder in den kommenden Wochen wieder. Und dann erstmal vielen Dank und euch auch gut Flug fürs Wochenende und für die nächsten Wochen.
Tschüss. So, jetzt ist, sag ich mal, nach dem Flug alles getan. Die Spannung hat sich ein bisschen gelegt. Und ja, Vater und ich haben ein paar Telefonate geführt, parallel teilweise, um, sag ich mal, die Zeit noch von den anderen zu erfahren. Das machen wir jedes Wochenende, so ein Austausch. Dann weiß jeder schon vorab, wie seine eigenen Tauben gekommen sind. Und hier kann ich euch mal zeigen, das ist so eine Liste von uns, die habe ich selber erstellt. Hier schreibe ich dann immer ein, die Taubennummer bei uns, in der Spalte die Benannten, für was sie benannt worden sind. Und hier dann die Uhrzeit, ne? 9.14 Uhr und 5 Sekunden und dann die nächste Taube ist auch 14 nach 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Habt ihr auf dem Video ja oder auf dem Clip gesehen. Und hier seht ihr dann die anderen Züchter. Das sind ja hier wir. Erste Taube um 9.14 Uhr. Prozente, also ein Drittel der Tauben zu Hause um 9.18 Uhr und 50% zu Hause um 9.19 Uhr. Dann hier zum Beispiel der Johann Kitter, auch unser Vereinskollege, auch ein sehr gut reisender Schlag. 9.14 Uhr die Tauben, Prozente um 9.19 Uhr und 50% um 9.21 Uhr. Und dann hier Michaelis, Jag, Schieße sind auch alle in unserem Verein. Der Roman Maslak auch und der Gregor auch. Der Georg, das ist ja unser RV-Vorsitzender, Flugleiter und auch im 150. letztes Jahr Regionalmeister. Fängt auch um 9.14 Uhr an. Was mich aber besonders freut, ist der Roman Maslak. Der hat erst das zweite Jahr reist da mit einem Alten. Wohnt, sage ich mal, 1,2 Kilometer hinter uns. Fängt um 9.15 Uhr an. 9.19 Uhr Prozent und 9.20 Uhr 50% zu Hause. Also auch hat er sie wirklich sehr, sehr gut bekommen. Und ja, hier habe ich dann so Zeiten von 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 17 Züchtern. Ich sag mal, das ist schon gute, da kann man schon eine gute Einschätzung treffen. Und entgegen der Erwartungen, sag ich mal, sind die Tauben nicht nördlich eingefallen. Die ersten teilweise ja. Aber dann, sag ich mal, so das Gros der Tauben ist dann doch eher dann, sag ich mal, hier in unserem Bereich, in unserem Stadtteil, sag ich mal, eingefallen. Ich denke mal, liegt zum einen daran, dass auch hier gute Züchter wohnen. Und vielleicht war dann der Wind auf der Strecke doch anders als in der Vorhersage. Aber das wird dann erst die Preisliste dann, sag ich mal, zeigen. So, und jetzt, ich sag ich mal, so ein bisschen Nachflugarbeit. Jetzt sperre ich, sag ich mal, die ganzen Paare, die dann gekommen sind, die sperre ich dann alle ein, damit ich sie dann beim Trennen später dann in Ruhe trennen kann. Die bleiben nach dem Flug so, ach, ich denke, bei uns bleiben die schon länger zusammen. Ich denke mal so 2 Stunden Minimum bleiben zusammen. Und nachdem ich sie dann getrennt habe, dann bekommen sie dann die Futtermischung aus der leichten Kost und dem Hanf, was ich euch gezeigt habe. Und damit ist dann auch schon, sage ich mal, der Tag rum. Am Abend mische ich noch etwas übers Futter. Und dann ist auch alles erledigt. Und hier seht ihr Nummer 4. Ach, die ist wieder hier reingegangen bestimmt. Weil da ist sie. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Komm mal her. Mäuschen. Die ist auch motiviert. Paart sich mit 2 Vögeln. Komm hier, komm. So, der Vogel hat kein Weibchen, der ist lose. Oh, guck mal, du bist noch falsch reingelaufen, habe ich gar nicht gemerkt. Fehlt hier ein Weibchen vielleicht? 5 fehlen uns nämlich noch vom Flug. Ich denke mal, die wird auch noch eintreffen. Die sind einfach drüber weggeschossen. Das Ausschott fehlt hier, die 174. 886 ist da, du bist auch da. Ein Weibchen fehlt hier, ein Weibchenschlag. Die ist falsch reingelaufen, habe ich gar nicht gemerkt. In der Hitze des Gefechts. So. 808 bestimmt. 808, ja. Guck mal, der Kavalier wartet schon. Oh ne, der hat sich ja schon. Oh, ist schon ein anderes Weibchen reingegangen. Ja, muss man aufpassen. So. Aber die hat ja auch schon. Na, ist noch nicht drin hier. So, der war heute Erster. 272. Auch letzte Woche schon den ersten Konkurs geflogen.
Jährig hat er nur, ich will nicht lügen, ich glaube 5 Preise maximal geflogen, aber 3 Spitzenpreise davon. Und da seine Geschwister auch schon jährig, zweijährig sehr gut geflogen haben und er uns eigentlich immer schon gefallen hat, haben wir ihn gelassen und bis jetzt hat es sich gelohnt. Na komm. Alle drinnen, gleich noch mal reinkommen.